Au, meine Ohren. Jetzt haben wir es gerade in Aufnahme. Ich Also, hallo und weiß, ich herzlich auch. willkommen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together. 7 Days to Die. Ihre liebe Sira Komori. Hi, und wir haben jetzt rausgefunden, dass der Shop um 5 Minuten nach 6 offensichtlich aufmacht. Und in dem Moment, wo wir gedrückt haben, hat es so einen krassen Piepton gegeben und eine Meldung, dass jetzt offen ist, dass mir jetzt erstmal die Ohren wehgetan haben. Das Shop Open habe ich nicht mehr, habe ich zwar nicht drauf, aber. Ich auch nicht. Ich glaube, das war ein bisschen zu spät. Wie wir jetzt einfach die ganze Zeit hier rumschleichen, weil wir einfach die Taschen komplett dicht haben. Oh, ich komme kaum die Treppe hoch, ey. Oh. Hallo, Traveler. Ah, cool. Was? May I see your inventory? Do you have any jobs? Und wo weiß ich jetzt, wie viel Kohle ich habe? May I see your... Hä? Da passiert überhaupt nichts, wenn ich die anlabere. Oder quatschst du gerade noch mit derre? Wo siehst du doch, diese Jetons brauchen wir dafür. Hallo. Ja, ich quatsch gerade mit der, ja. Ah, kein Wunder. Die Jetons kriegst du dafür nämlich. Und es regnet draußen. Okay. Ja. Wo kann ich jetzt verkaufen? Einfach auf den Gegenstand klicken und dann auf Sell. Ach so, bei mir auf Cell dann Ja. wahrscheinlich, ne? Und ich wusste es doch, wir brauchen die Jetons dafür. Boah, das ist ja doof, dass man das im Inventar liegen haben muss. Wie blöd. Krieg ich da immer nur. Ah, nee, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich krieg da immer nur eins. Bisschen Holz. Die Kettensäge verkaufe ich. Oh, Alter, die hat viel Kohle gebracht. Was will ich denn mit rotem Farbstoff? Ach, die will das gar nicht haben. Ja, super. Leere Dosen. Oh, da unten ist eine Schmiede, da unten. Das verkaufe ich. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Papier. Ja, den Rest lassen wir da. Oh, jetzt bin ich wenigstens etwas. Nicht viel, aber etwas. Kann ich jetzt auch wieder verkaufen, oder? Jo. Ah, oh, jetzt bin ich etwas schneller. Juhu. Oh, es regnet So. tatsächlich. Hab ich doch Hui. gesagt. Endlich eine Dusche. Yay. Und hier ist Müll. Ach, die ist natürlich leer. Ist klar. Das Ist klar. war ich Oh, gewesen. ich kann hier Bruchsand. Ich kann hier Bruchsand machen aus Steinen. Ja, ich habe doch gesagt, da hinten ist so eine Schmiede sogar. Das ist keine Schmiede, das ist ein Nein, Betonmischer. da ist eine Schmelze. Mach mit dabei. Ach, dieser Betonmischer ist eine Schmelze, oder was? Nein! Hier neben dem Gebäude ist eine Schmelze. Ach so, ich dachte schon. Ah, hier, kann ich die Ja. mitnehmen? Blei, Bruchsand, Eisen, Zement. Zement. Ich mache hier mal den Bruchsand, wenn ich schon mal hier bin. Ja. Dann habe ich wieder ein bisschen freien Slot. Ah. Ich bin immer noch beladen ohne Ende. Bei mir geht es jetzt mittlerweile wieder. Ich bin ein bisschen schneller. Erstmal diese kleine Siedlung hier beklauen. Ih, da liegen Gedärme. Oh Gott, ich habe Nägel und Papier. Ein Messingtürgriff. Ah ja, das dachte ich mir, dass bei diesen Messingdinger kann man schmelzen. Da haben wir nichts. Kann ich da rein? Nö. Schade. Noch Müll. Ach du Scheiße. Oh, ich habe Kürbissamen gefunden. Was ist Das das? ist gut.
Chemikalien. Ein Chemietisch. Oh, Heidelbeeren. Hier sind Heidelbeerbüsche. Die ich aber alle nicht ernten kann, weil nichts zu ernten da ist. Offensichtlich. Schade. Ich kann einen Bauplan, Kettensäge, sehe ich hier. Das ist interessant. Oh, schick. Ja. Aber kann ich nicht lernen, weil habe ich nicht. Blöd. Oh, eine Werkbank. Ach, eine kaputte Werkbank. Pfeilspitzen aus Stahl. Habe ich auch, einstecken sogar. Und eine Stahlschaufel. Also wenn wir hier wieder losmarschieren, verhungern die Leute. Wieso? Ja, weil wir sie komplett ausgeplündert haben. Wahrscheinlich, ja. Oh, Alter, wie sind der gerade die Treppe runtergefallen? Du bist aber ordentlich am Ausräubern, ha? Huh? Ich doch nicht. Ich bin ganz lieb. Ah, hier ist der Chemietisch, wie du gesagt hast. Oh, bist du das? Stehst du hier? Ja, sieht jedenfalls so aus. Blup. Oh. Alter, wieder. Oh, der kippt die Treppe kaum hoch. Winnie, du bist so fett, du musst abnehmen. Oh, huch, was ist das hier? Hi. Ein Steuerer. Alter, wie schnell warst du denn hier oben? Das ist mich. Geh weg. Toll, okay, hier gibt's ja gar nichts. Ah, hier geht's so weiter hoch. Und ich komme nicht mehr hinterher. Boah, sowas brauchen wir auch. Oh, ich sehe da unten jemand. Hallo, Freund. Tschüss. Okay. Oh, ein Schwein! Wo? Draußen! Ah, dann müssen wir rausgehen müssen, ha? Huh? Ja, du, ich kann nicht mehr laufen. Ja, genau da, wo du jetzt gerade bist, da unten an der Mauer müsste das sein. Na, es greift gerade unten die Mauer an, ja. Es lebt noch. Ja, ich weiß, dass es noch lebt. Ich hab's ja gesehen, wie es da hingelaufen ist. Was liegt denn da? Ach, das ist ein Vogelnest. Was hat denn das Spiel immer mit seinen Vogelnestern? Jetzt lebt's nicht mehr. Der Schweineschlachter. Njong, Alter, wie schnell der so eine Treppe runtergelatscht ist hier. So, aber ich muss langsam mal zurück. Ja. Brauch was zum Trinken. Gute Idee. Und wir wollten Wasser suchen gehen, haben immer noch keins gefunden. Nö. Aber wir wissen zumindest, wo man kaufen kann. Jo. Und ich muss erst noch ein bisschen was verkaufen, sonst bin ich die ganze Zeit wieder nur am Schleichen. Mach das. Vor allem, das ist eigentlich doch eine Tussi hier, oder? Die hat eine Stimme von einem Kerl. Ja. Das ist irgendwie creepy. Es ist irritierend. So, die Schaufel. Scheißpulver. Was könnte ich denn noch verkaufen? Ja, Junge, Mädel, was auch immer. Halt die Klappe. Ach komm, die Knochen haue ich jetzt weg. Ah, die kann ich gar nicht. Klebeband. Warte, da raus die Knochen klingeln und guck, ob du die Knochen klingeln verkaufen kannst. Ah, da ist ein Chematik. Das habe ich gar nicht gesehen. Was, eine Knochen, eine Jochenklinge. Schauen wir mal. Nö. Kann die auch nicht verkaufen. Ich kann kein Holz verkaufen. Okay, ich krieg EP, wenn ich was verkaufe. Die Flintenmuni hau ich weg. Ich würde nur ungerne mein Klebeband verkaufen. Das tut mir in der Seele weh. Bitte nicht verkaufen, das brauchen wir. Ja, sag ich doch, das tut mir in der Seele weh.
Ja, außerdem kann man es gebrauchen. Eben. Das kann ich weg, das tue ich weg. Ein Wire-Tool, Spitzhacke. Ach, die Spitzhacke tue ich auch weg, die hat kaum noch Dingens. Was haben wir denn? Maismehl. Ach, das kann ich natürlich mal wieder nicht verkaufen. Aber die Dosen, davon haben wir genug. So, Tierfett, Antibiotika, Federn. Papiere. Wie kann ich denn laufen? Ach, das geht eigentlich. Ja, das geht. So, ich bin jetzt ein bisschen schneller. Wir können. Gut. So. Du bist trotzdem noch schneller als ich. Hast du das Fleisch und Co. geholt? Ja. Gut. Lecker! Wenn du es haben willst. Was denn? Was da drin ist? Ach du Schande. Eine Bleitrophäe. Kleber! Warum lässt du Kleber bitte legen? Weil ich voll bin sonst. Ach so. Da kannst du draufschlagen, da kriegst du auch Knochen und Fett. Also, Moment, hier mit was Passendem natürlich, ne? Zeitung! Hey, Captain Höhlenmensch. Kaliumnitrat kann benutzt werden, um Schießpulver zu machen. Um Schießpulver zu machen? Ja. Schiss- da ist ein Auto. Pulver. Und ein Haus? Ein schönes Haus. Das sind sogar zwei Autos. Aber hier dürfte nichts mehr drin sein in dem Gammelfleisch. Hier. Ein Glaskrug, Schisspulver und eine Dose. Die Dose lasse ich jetzt da. Sieht sogar noch ziemlich heile aus. Interessant. Geh da nicht rein, wir haben keinen Platz mehr. Ich will aber gucken. Vielleicht ist da Trinken drin. Oh, Alter. Was kriege ich denn hier für Sachen, wenn ich das Auto auseinanderfriemel? Ach, out of stamina, sag doch was. Leute, ich gucke nur nach Wasser, also lass mich in Ruhe. Da ist ein Hirsch! Nein, und ich treffe natürlich nicht. Lass mich, geh weg. Ich will den Hirsch. Nom, nom, nom. Geil. Boah, ich habe 30 Fleisch gekriegt, 32 Knochen und 9-mal Leder. Cool. Ich habe einen Autokühler einstecken. Okay. Ich habe das Auto auseinandergenommen. Und jetzt bin ich wieder voll. Oh, nein, du sollst keine Knochen machen. Au! Scheiße. Stirb, du Miststück. Ich hau dir auf den Kopf hier. Mistkuh. Oh, Verzeihung. Würdest du vielleicht endlich mal... Ich komme ja schon. Du hast gesagt, wir haben die Taschen voll. Wir können nichts mehr mitnehmen. Ich habe mir was zum Trinken geholt. Das hättest du auch anderweitig machen können. Komm schon. Nein, habe ich nicht. Ich laufe schon mal vor, du holst mich sowieso ein. Was trinkt denn ja schon wieder? Hä? Es regnet ja schon wieder, habe ich gesagt. Hat's zwischen... Jetzt nicht mehr. Aber ein komisches Wetter hier. Was liegt denn hier? Ein Nest. Ja, die Vogelnester sehen immer irgendwie komisch aus, ne?
Die Szenen sind so random vor allen Dingen. Ja, und ich habe einen Autokühler einstecken. Ich kann nicht mehr so schnell. Aber krass, was ich aus diesem Auto rausgekriegt habe. Das stimmt. Voll viel Zeug. Vor allem, ich habe hier 400 Einheiten Benzin. Und ich habe die Kettensäge verkauft. Und wir haben 600 Einheiten Benzin zu Hause, habe ich dir nämlich auch erzählt. Ja. Batzbumm. Ich würde auch gerne sämtliche Häuser und Städte erkunden, die ich sehe. Wir brauchen echt mehr Platz. Aber wir haben eben nur so wenig Platz. Ja, wir bräuchten echt mehr. Deutlich mehr. Irgendwas muss man dafür skillen, glaube ich, um damit mehr holen kann. Weil wir laufen hier irgendwie 2 Meter vor und zack, haben wir irgendwie ein Haus gefunden, wo irgendwie 300 Loot-Gegenstände drin sind. Und dann dürfen wir erstmal wieder zurücklatschen. Das ist schlimm. Na, stehst du mal auf? Also wir teilen uns doch die Erfahrungspunkte. Ja? Ja, stimmt, du hast ja gesagt, danke, Sherwood. Wegen dir habe ich jetzt das Level abgehabt. Genau, Sherwood 700 blablabla. Stimmt. Aber es steht bei mir nicht in der Seite, sondern oben über meinen Balken steht das. Aber es geht anscheinend nicht für das Abbauen von Sachen. Über deinen Balken? Ja. Dein Balken. Oh, sammle Gammelfleisch. Nee, sammle ich nicht, das will ich nämlich nicht. Apropos Gammelfleisch, ich hab auch noch eins. Alter, wieder die Sachen fliegen. Wo sind die denn hingeflogen? Ne, ist alles nur verrottetes Fleisch, von daher interessiert mich das eigentlich herzlich wenig. Hier ist Maisch. Maisch. Und Sonnenblumen und noch andere Sachen. Oh Gott. Oder? Nein, sah nur aus wie Sonnenblumen, ist nur was anderes. Ey, wir sind doch hier einfach nur noch pure Packesel. Anders sind wir? Da liegt auch Gammelfleisch. Wir sind doch nur noch Packesel. Das habe ich dahin gefallen, das Gammelfleisch. Ja, so weit schmeißen kann ich's nicht. Ach, das. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ja. Ich weiß gar nicht, wann zu weit weg ist. Das heißt, in den nächsten Folgen irgendwann mal müssen wir zur Kirche rennen. Auch weil wir bis dahin gesehen haben, dass wir mehr Platz hat. Stimmt, die wollten wir ja auch noch machen. Oh, so voll. Oh, ich brech gleich zusammen. Hallo. bis dato heißt es erstmal abwarten. Wir müssen erstmal skillen, dass wir vielleicht irgendwie mehr Sachen tragen können. Wir müssen vielleicht erstmal abwarten und schauen, ob überhaupt gespeichert wird. Weil ich habe nämlich keine Ahnung, ob das automatisch gespeichert wird oder ob ich das irgendwie manuell speichern muss. Ich denke mal, das wird wie bei Ark und so sein. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wenn nicht, dann google halt, wenn wir hier fertig sind mit der Folge. Ich glaube, ich sehe unser Haus. Wie der unspektakulären Folge. Die darin besteht, eigentlich nur nach Hause zu kommen irgendwie. Ja, bei mir war es ein winzig kleines bisschen interessanter, weil ich musste einen Zombie bekämpfen. Du warst ja die ganze Zeit im Haus beschäftigt. Da waren auch Zombies drin. Psst, das muss keiner wissen. Was man sieht, ist, wie ich den Zombie direkt den Kopf wegschieße. Ich versuche dir gleich mal den Hintern hier. Aber ja. Okay, ich kann nicht mehr. Ich habe keine Stamina mehr. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Geh weg. Okay. Nein, lass mich nicht alleine. Nein. Ich habe übrigens 43 Gläser einstecken. Ja, nur kein Wasser in der Nähe. Nein. Ob man nach Wasser buddeln kann? Das ist eine gute Frage. Theoretisch gesehen müsste man ja eigentlich irgendwann auf Grundwasser stoßen. Aber ich weiß nicht, ob das Spiel so weit gedacht hat. Ich denke mal nicht. Denke ich mal auch nicht. Oh, ein Ei. Na, wenn du sonst nichts zu tun hast. Nee. Ich merk's. Home sweet home. Yay. Ach, da ist wieder der Baum, wo ich das letzte Mal dahinter war und du mich nicht gesehen hast. Zombies wie Zombie. Was? Sind da Zombies? Ja, auf dem Berg ist einer, ja. Auf dem Berg. Oh, Baum sweet Baum.
Das ist wieder angebaumt. Ja, ist das immer wenigstens ein bisschen geschützt. Na komm her. Ich bin ja schon auf dem Weg. Oh! Man sieht unser Häuslein ja gar nicht. Darf Platz machen. Nö. Wie das aussieht, so ein kleiner trauriger Baumhain, weißt du? Ja. Oh. Oh, bam, bam. Ich höre es einfach nur überall schießen. Ja, auf 3 Stück bin ich getroffen. Ugh. Und Level up. Ich nicht, ich brauche noch ein Stück. Oh, eine Cheerleaderin, die jetzt noch hier schön perfekt sich hinlegt. Sehr interessant. Ich höre doch an. Ja, das Vorsicht, ist Winnie. Die Spikes, die tun weh. Oh, eine sehr interessante Pose. Ja, ne? Hallo, Spikes. Heute guck schon mal gepiekt? Guck mal. Oh, lol. Schick. Hallo, ja. Bäumchens. Lange lebt ihr nicht mehr, ne? Wir sind wieder zu Hause. Oh nein. Ich bin so fett, ich komme hier nicht mal rein. Ah, ich glaube, wir brauchen noch ein Dach. Ja, wäre gut. Hab ich gehört. Ups. Oh, Alter. Erstmal abladen. Oh, ein Jagdmesser. Ja, das hab ich da reingeschmissen. Da mal fett. Ey, wie viele halbverbrauchte Werkzeuge da einfach mal rumliegen. Ja, schon. Da habe ich Holz. Ach, bist du wieder irgendwas am Brutzeln? Ja, ich hatte Wasser gemacht. Aber ich finde es gerade nicht. Ah, da ist es ja. So, erstmal. Ah, jetzt fühle ich mich schon viel leichter. So, ich tue jetzt mal die Vitamine und die Verbände mal hier oben in die Ecke neu. Das ist mir so blöd mit denen. Mach das. Obwohl, den Verband könnte ich vielleicht noch mitnehmen. Das ist vielleicht besser, wenn ich den behalte. Ah. Wo ist mein Wasser? Ich habe doch Wasser gemacht. Erstmal irgendwo irgendwas reinknallen. Sortiert. Sortieren mache ich später irgendwann mal. Sache erstmal alles hier loswerden. Wie sich das anhört. Schön. Ist das schön, mal wieder laufen zu können. So, ein bisschen Wasser könnte ich auch noch brauchen. Wir müssen das echt mal richtig sortieren. Schlürf. Ah, tut das gut. Du Scheißen? Was, Scheißen? Ja, ich habe so ein komisches Symbol. Sieht aus wie, als wie so ein Arsch, der gerade kackt. Vielleicht hast du Bauchschmerzen? You feel sick to your stomach and have... Ich hab Diarrhoe. Ja, sag ich doch. Du hast Bauchschmerzen. Du hast was Falsches gegessen. Was wahrscheinlich nicht ganz so gut war. Keine Ahnung, aber was kann man dagegen tun? Ich würde mal sagen, Antibiotika oder sowas, ne? Hab ich nicht irgendwas gelesen mit dir, Dingsbums? Ja, Diarrhoe ist Durchfall. Nee, das ist die Disease resist mehr. Nö, ich hab nichts dagegen. Ich kack mir gerade alles in die Hose. Yay! Wenn du so siehst, ist es so. Eigentlich schon, ja. Alter, wie viel ich einfach saufen muss, bis ich endlich wieder aufgefüllt bin, ne? Ja. So, jetzt aber gleich.
Und was zu essen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Oh Gott. Und zwar auch in der Realität. Oh ja, was zu essen wäre jetzt geil. Oh. Haben wir davon auch was? Da. Haben wir noch irgendwo Dosen? Da oben. Oh, ich hatte irgendwo hatte ich eine ganze Menge Dosen hin. Was war das gerade eben für ein Geräusch? Hm? Ich habe einen Schritt nur gehört. Keine Ahnung. Als wärst du an einem Mikrofon vorbeigeschrattert. Das kann gut sein. Das passiert auch gerne mal unbewusst. Nom 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 nom. Suppe. Süppchen. So, was brauche ich für die Schmiede nochmal alles? Das waren einmal die Rohre, ne? Oh, da haben wir ein Chunk-Dingensbummens. Das packe ich mal draußen hin. Ah, da, Schmiede. Also kleiner Stein, Lehm. Oh, mir ist wieder so heiß. Oh je. Hä? Apropos, ich glaube, ich muss mal ein Dach bauen. Wo haben wir noch Klebeband? Hier habe ich 5. In dieser Kiste hier sind 5 Stück. Wie baue ich eigentlich ein Dach? Ich habe keine Ahnung. Schmiede, Werkbank, Wood Fences. Genau, sage ich auch immer. Ein Gebietsschutzblock kann platziert werden, um einen Bereich vor anderen Spielern im PvP zu schützen. Ah, dafür ist er gedacht. Dann können wir den eigentlich auch wegnehmen, weil hier gibt es ja eh kein PvP. Nö. Au! Ich habe voll mit der Faust dagegen geschlagen. Und ich mühe mich hier voll ab, weißt du? Ja. Ich halt mal Ausschau. Okay. Ob ich Leben verliere? Warum? Ja, weil tot. Also weil ich die Scheißerei gerade habe, wie blöd. Soll ich dir irgendwo eine Grube ausschaufeln? Nein, danke. Erschreck mich nicht so! Mann! Das ist nicht witzig. Doch. Nein! Doch. Nein! Doch. Ich würde dir eine Toilette bauen, aber dafür brauche ich einen Wassereimer. Das geht? Ja. Hier und ist eine Schmiede drin, hier unten. Hä? Ey, da. Ja, dann setze doch hin. Guck doch, wo du das hinhaben willst. Ich weiß nicht, wo du es hinhaben willst. Das ist unser Häuschen. Trotzdem. Ja. Yeah. Ah, hier brauchen wir den Amboss. Ich hatte noch irgendwo einen gehabt, glaube ich. Da habe ich den verkauft. Ich habe einen. Ja, super. Dann pack den mal hier rein. Dann brauchen wir noch so einen Blasebalg und keine Ahnung, was das ist. Wenn du mich dran lassen, wird das so. So. Können wir schon was schmelzen? Einschalten. Nägel. Blei. Wir sind bei 30 Minuten.
Gut, dann wird es auch heute die letzte Folge, würde ich sagen. Jupp. So, meine Lieben, wir sehen uns dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Je nachdem, vielleicht auch mal was anderes. Vielleicht auch wieder Stardew Valley, vielleicht auch wieder Minecraft. Noch. Genau, je nachdem, auf was wir Lust haben. Genau. Also dann, ihr Lieben. Tschüssi, Lee. Tschüss.